ist der Michael. Und der Michael ist erster Vorsitzender bei der KG Altköln und gerade auf der Suche nach neuen Vereinsmitgliedern. Und das ist der Sven. Und was der Sven mit der ganzen Sache zu tun hat, das zeigen wir euch jetzt. Mitglieder, wo seid ihr? Werdet Mitglied. Habt Spaß, habt Freude. Können nicht alle ausgestorben sein. Mitglieder. Wir suchen Mitglieder. Wo seid ihr? Mitglied werden. Aufnahmeanträge. Mitglieder. Da kommt einer, den schnapp ich mir. So, du willst also Mitglied in unserer KG Altköln werden. Ich? Aber ich weiß doch gar nichts über Ihren Verein. Gesellschaft. Okay, ich weiß nichts über Ihre Gesellschaft. Sie haben mich hier gerade reingezogen und ich weiß gar nicht, wo ich hier gelandet bin. Aber dazu kann ich dir ja was erzählen. Stell dir einfach mal vor 125 Jahren, im Jahr 1883. Da hat alles begonnen. Nur sagen Sie, Herre, jetzt werdet ihr zappenduster. Was willst du dann? Was hast du denn so unlich? Das meint ich nicht hoch. Du hast recht. Wir haben sich zu Barsch. Schwart ich keine. Hück muss jetzt passieren. Was muss passieren, Schenk? Und noch Hück. Schenk, du kannst die Sau drehen, aber nicht mich. Mach doch nicht nur so dumme Verzell. Mir Schwalde hat lang hier noch davon. Sagen's lang, wovon spricht der Schleuzer? Weiß ich auch nicht. Ich wort letzte Mal nicht he. Ich weiß. Der Schmal hat der Rüttel. Ja, aber warum jeder das ähnlich? Nun, lauf mich doch bitte ins nicht dumm stirren. Ihr seht mir doch vielleicht ein paar Schafsköpfe. Also, nur kein Beleidigung. Ja, so, jetzt brauchen wir uns ja nicht zu gefallen zu lassen. Das brauchen wir aber nicht. Genau, ich bin Beamte. Und was zu viel ist zu viel. Kannst du mir dann uns erzählen, was das mit einem Beamten zu tun hat? Das weiß ich auch nicht. Aber eins, was zu viel ist zu viel. Lass mich doch bitte gefälligst einen Moment aussprechen. Stell dich doch oben in den Stuhl. Schwartlappe. Also, ihr Herren, ich will nichts mehr hören. Hat er das nur endlich kapiert? Ja, erzähl. Männer! Der hat uns gemeint. Wenn du jetzt nicht den Schnuss hältst. Ist so. Also, Männer, wir sind heute zusammengekommen, um eine faste Lorenz-Gesellschaft zu gründen. Und wie soll der Verein heißen? Der Verein ist eine Gesellschaft. So fix sind wir noch ja nicht. Jung, das stimmt nicht. Mein Name haben wir lang gefunden. Das weiß ich doch nicht. Ich wollte letzte Mal nicht. Nee, ich weiß, du hast der Rollele. Unser Verein soll heißen Karnevalsgesellschaft Altköln. Stimmt genau, KG Altköln. Ich denke, du warst letzte Mal nicht hey und hast der Rollele. Männer, KG Altköln, so ist es. Schenk. Das ist aber nicht alles. Du hast recht. Wir alle Male, Adakapé, wir alle Male wollen uns ob Gedeih und Verdorf zur Gesellschaft bekennen. Das wollen wir aber. Prost. Ja, da sind wir dabei. Das ist prima. Viva Coloni. Männer. Wie versprochen, kriegen wir heute Besuch. Von wem denn? Ich wollte letztes Mal nicht. Hey, ich weiß, du hast also wieder eine Rolle da. Ruhe, Männer. Was ist das hier für ein Verein? Gesellschaft. Ja, sag ich doch immer. Heute kommen uns Freunde und Junge von der KG Einzelkels. Was wollen die hier? Sieh ich doch nicht. Ich wollte letztes Mal nicht. Hey. Also sag ich nichts mehr. Wir wollen in unsere Gesellschaft kommen, weil wir zusammen viel mehr auf die Beine stellen können. Was soll man zusammen, meine Herren? Herr Präsident, guten Abend. Herr Präsident, hallo.
Zum Wohl. So, Freunde, jetzt sind wir zusammen die KG Altkölln. Du hast recht, zusammen können wir viel mehr bewegen. Ja, und wir brauchen euch auch. Denn das alle kostet viel Arbeit, Kraft und Geld. Und jede helfende Hand können wir gut brauchen. Und zusammen können wir uns viel besser helfen. Und wenn wir zusammen sind, brauche ich auch nicht immer zu kommen. Und zusammen meldet doch einfach viel mehr Spaß. Ja, viel mehr Spaß. Prost! Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine Jodpot. Echte Freunde, stand zusammen, ihr sucht ihr Glück, ob Glück, und läuft ihr fort, radadam. Freunde in der Not, Janne, 100 Oppelut. Echte Freunde, stand zusammen, so wie eine Jott und Pott. Wow, 125 Jahre. Da sind Sie aber ein ganz schön alter Verein. Gesellschaft. Okay, eine ganz schön alte Gesellschaft. Haben Sie in dieser Zeit denn auch mal das, wie heißt es, das Dreigestirn gestellt? Mit dem Prinz, dem Bauern und der... Jungfrau, genau. Hatten wir auch schon in den 125 Jahren. So, ja, zweimal. Einmal im 100-Jährigen und einmal im 111-Jährigen. Aber auch dazu kann ich dir eine schöne Geschichte erzählen. Oh ja. Super, klasse! Ja, aber das ist ja noch nicht alles. Pass mal auf, was jetzt kommt. Guten Tag, meine Damen und Herren. Köln. Millionen Menschen können auch heute wieder den großen Rosenmontagsumzug in Köln miterleben. Neben bunten Fußgruppen und außergewöhnlichen Wagen wird vor allem das Kölner Dreigestirn, das in diesem Jahr von der Karnevalsgesellschaft Altköln gestellt wird, mit großer Spannung erwartet. Wir schalten nun live nach Köln in die Severinstraße. Welche Freude, diese bunten Bilder zu sehen, mit diesen drei munteren Jecken aus der heiligen Stadt der 11.000 Jungfrauen. Machen alle Menschen so glücklich am Zugweg, kann es vielleicht auch sein, dass etwas von dem Frohsinn von ihnen auf den Heiligen Vater übertragen werden kann. Da glaube ich, dass ich doch gleich meinen Bruder anrufe, Joachim Meissner, den Erzbischof von Köln, dass er mir diese drei jecken Menschen gleich zu einer Audienz schickt. Kardinalstaatssekretär, verbinde mich bitte sofort mit Joachim Kardinal Meissner, meinem heiligen Bruder aus der Stadt Köln.
sehr beeindruckend. Aber jetzt sagen Sie mir doch bitte noch was. Wie feiert der Verein? Gesellschaft. Gesellschaft. Okay, okay. Wie feiert die Gesellschaft? Wir machen viele Karnevalssitzungen. Und ein ganz besonderes Highlight für unsere Gesellschaft und für den Kölner Karneval sind die Zeltsitzungen auf dem Neumarkt. Und die Zeltsitzung, die ist heute und die zeige ich dir jetzt. Komm mal mit. Oh ja. Jetzt, Lorenz, was hier los ist. Was machen denn die ganzen Leute hier? Die wollen alle zu unserer Volkssitzung auf den Neumarkt. Aber doch nicht die ganzen Leute, die hier auch sind. Alle. Die ganzen Leute in das Zelt? Jawohl. Die passen doch überhaupt nicht da rein. Doch, das sind alles die, die die begehrten Eintrittskarten für unsere Volkssitzung am Neumarkt haben. Das sind doch hunderte, tausende von Leuten, die können nicht alle in das Zelt passen. Am besten überzeugst du dich mal selber. Nee, doch, nein, jetzt werde nein, ich komm, nicht. Nein. Nee, nee, komm. Da bin ich dabei, das ist prima. Viva Colonia. Mensch, gib mir den Aufnahmeantrag, du hast mich überzeugt. Super, da bin ich dabei. Wo soll ich unterschreiben? Toll, mein Gott. Herzlich willkommen in der KG Altkölln. Danke. Und für dich als neues Mitglied darf ich was ganz Besonderes. Mensch, super, unseren, was denn jetzt noch? Unseren Altkölln-Marsch.